Kurze davor in der Ernteplanung. Kannst du die letzten zum Zusammengetreten zusammengestoßen, was natürlich dann gerne von der Rettung betreut werden. Es wird da jetzt gerade an beiden Fahrzeugen die Rettungsöffnung geschaffen. Bei dem dunklen Fahrzeug, da wird mit der Säbelsäge das Dach aufgeschnitten. Das hat den Grund, die Fahrzeuge werden schon aus so hochfeste Stelle hergestellt, dass man das nicht mehr, schneiden kann. Jetzt hat es gerade die Meldung gegeben, dass vor dem dunklen Fahrzeug der Patient, beziehungsweise in dem Fall die Patientin, bewusstlos geworden ist. Dann ist wieder eine sogenannte Crash-Rettung durchgeführt. Da muss der Patient innerhalb kürzester Zeit aus dem Fahrzeug raus, weil sonst würde das höchstwahrscheinlich nicht überleben. Wenn der Patient bei Bewusstsein ist, beziehungsweise soweit stabil ist, dann schaut man natürlich, dass man den Achsgelenk rettet, damit da keine weiteren Verletzungen bei der Wirbelsäule oder sonst wo sind. Man hat jetzt vom Einsatzleiter von der Feuerwehr das Kommando gehört, Handschuhe rausgürteln weg, weil sobald man den Patienten berühren, wir natürlich auch mit Ex-Handschuhe, man setzt jetzt hier die blauen Handschuhe, die er hier da hat, wenn man den Patienten nur mit denen angreift, weil die anderen Handschuhe, mit denen wir vorher gearbeitet haben, nehmen natürlich voller Schmutz. Man will nicht irgendwo den Patienten zusätzlich noch irgendwelchen Glassplitter oder sonstiges in die Wunde reinbringen. Person aus dem dunklen Fahrzeug muss jetzt heraus und natürlich sofort den Rettungsdienst übergeben und mit jeder weitere sanitätstechnische Maßnahmen setzen. In dem Fahrzeug, das was am Dach liegt, sieht man es leider nicht gescheit dazu, da wird gerade dem Patienten die Schiene auf den Hals angelegt, dass die stabilisiert ist. Und sonst kann sich Körper irgendwelche Verletzungen untersuchen. Bitte zu
haben große Seitenhöfen hergestellt, wie man möglichst den Platz hat und den Patienten nicht mehr bewegen muss, dass man aus dem Fahrzeug rausbringt. Sehr schön. Es wird natürlich zusammengeholfen, Rettung und Feuerwehr, das geht alles Hand in Hand. Das geht natürlich nur dadurch, dass wir so intensiv miteinander üben und so viele Übungen veranstalten. Weiters ist es natürlich beider Seiten wichtig, dass die intern üben, weil gerade wie es bei den Fahrzeugen ist, es kommen da ständig neue Technologien am Markt und man muss immer die neuen Bedingungen anpassen. Herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken.